Hallo und schön, dass ihr einschaltet für die nächste Runde Pocopoli und tauchen wir ein in die Bücherwelten. Ja, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin die Dorothea. Ich liebe Bücher, habe ein kleines Subproblem und habe es diesem Jahr den Kampf angesagt. Und was ich aktuell sagen kann, zwei Bücher fehlen mir noch, dann habe ich meine Leseliste von Juni gelesen. Meine Urlaubsliste habe ich noch nicht einmal angefangen, weil mein Urlaub hat sich, also sagen wir mal so, mein Urlaubsziel hat sich geändert. Ja, deswegen, aber das erzähle ich euch ein anderes Mal. Und wir würden sagen, fliegen wir einmal los mit dem ersten Wurf und schauen mal, was alles im Juli ich lesen darf. Na dann, erster Wurf. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, na dann sind wir mal gespannt. Habe ich jetzt richtig gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, passt. Okay. Ich habe eine Freundin gebeten, ein Buch auszusuchen. Und was soll ich sagen? sie hat nicht gerade ein dünnes ausgesucht. Und zwar Als die Bücher flüstern lernten von Felicitas Brand. Also das ist ja auch dieses wunderschöne Sammelexemplar, was ich habe, wo alle drei Bände in einem drin sind. Ja, jetzt darf ich jetzt im Juli lesen. Also damit kann man jemanden... Ja, um was geht's denn hier? Und zwar hat Hope früh gelernt, dass sie niemanden vertrauen darf, außer sich selbst. Und ihre einzigen Begleiter sind seit Kindheitstagen Bücher und die Geschichten, die sie ihnen zuflüstern. Auf der Suche nach ihrer Vergangenheit, einer Möglichkeit im verschneiten England, die Nacht zu überstehen, trifft sie auf Sam. Ziemlich nerdy und sehr schwer wieder abzuschütteln. Ehe Hope entscheiden kann, was sie von Sam hält, werden sie unverhofft in eins der Bücher hineingezogen und dann landen, ja, wo eigentlich? Ja, ich bin total gespannt und freue mich eigentlich, dass sie das ausgesucht hat, weil das hat mich schon die ganze Zeit angelächelt. Deswegen, ich darf es jetzt im Juli lesen. Ach ja. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dünnes Buch, unter 300. Ein dünnes Buch unter 300. Und da muss ich offen und ehrlich zugeben, unter 300 ist verdammt schwer zu finden. Ich bin meine Ruby durchgegangen, weil ich versuche gerade meine Ruby vor allem, die Bücher davon zu lesen, damit ich da Platz habe, weil ja bald die Adventskalender zum Vorbestellen sind. Die ersten sind tatsächlich auch schon online. Aber ich war nur so, ich sollte mal einfach Platz machen. Ja, ich weiß, es ist erst Juli, aber... Es kommen ja auch viele jeden Monat und ich will im September auf die Buch Berlin, im Oktober die Frankfurter Buchmesse. Dann ist November, also ja, also ich brauche Platz. Also, aber ich habe keins gefunden auf meiner Ruby und da war ich so, okay, dann musst du halt die E-Books anfangen. Ist ja nicht so, als hätte ich da nicht genug Auswahl. Und dann bin ich über Der Stalker, ein Sarah Conrad Roman, von, oder besser gesagt Thriller, von Mary Alex Owen. Und das hat mich ja schon so gecatcht, dass ich es mir damals, ich liebe Bücher.de, diese Aktion, die kostenlose, die war, die im Herbst jetzt wiederkommt, mitgenommen habe, obwohl ich ja eigentlich nicht wirklich Thriller lese. Ich versuche mich drum zu drücken, merke ich gerade. Okay. Ex-Scharfschützin Sarah will eine entführte Schwangere retten und riskiert dafür nicht nur ihr eigenes Leben. Morgenübelkeit statt Bundeswehr. Sarah gewöhnt sich nur langsam an das Leben als Zivilistin. Doch dann sind ihre besonderen Fähigkeiten wieder gefragt. Der Mann ihrer neuen Freundin, Finja, wird getötet und deren Liebhaber gerät in Visier der Polizei. Als Finja dann auch noch entführt wird, muss Sarah sich entscheiden. Wird sie beide auf Recht und Gesetz vertrauen
oder die Sache selbst in die Hand nehmen und damit nicht nur sich, sondern auch ihr ungeborenes Kind gefährden. Doch selbst in der dunkelsten Stunde ist sie nicht so allein, wie sie denkt, denn auch sie wird aus den Schatten längst beobachtet. Das hört sich so interessant an und ist unter 300 Seiten. Ja. Ein Pasch und 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaufverbot. Oh, wunderbar. Yes. Ernsthaft? Ich habe wieder Kaufverbot. Habe ich kein Problem damit? Definitiv nicht. Nein, ich bestelle einfach die Bücher vor, die ich haben muss, brauche, will. Und damit komme ich klar. Ja. Definitiv. Und da es ja ein Pasch war, schauen wir mal, was mich das einbringt. Und nochmal ein Pasch. Naja, gut. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nächste Band einer Reihe, Romance. Und da ich irgendwie gerade Lust habe, ein bisschen zu übertreiben, dachte ich mir, warum nur ein Band, sondern nicht gleich zwei? Valerie Lane, zwei Romane in einem Band. Und zwar Die zauberhafte Trödelladen und Das wunderbare Wollparadies von Manuela Inusa. Yep. Und dann fehlt mir nur noch ein Band und dann habe ich die Reihe beendet. Ja, das hört sich doch gut an. Genau. In Valerie Lane geht es ja um, sind es jetzt nochmal vier Frauen? Vier oder fünf Frauen sind es. Steht es hier drin? Nein. Auf jeden Fall geht es immer um jeden Band, um eine andere und ihrem Geschäft, wie man es ja hört. Trödelmarken, Wollparadies, Teeladen hatten wir noch und Schokolaterie hatten wir noch. Genau. Und es ist schön cozy, Romance halt. Im Trödelladen geht es einmal um Ruby, die natürlich im Trödelladen natürlich Trödel verkauft. Aber insgeheim träumt sie von einem Buchladen. Und sie kann sich halt ihr Leben ohne ihre Freundin aus der Valerie Lane gar nicht vorstellen. Und ja, anscheinend holt sie ihre Vergangenheit an. Das wunderbare Wollparadies haben wir Susan, die natürlich ihre Zeit am liebsten in ihrem eigenen Laden verbringt und strickt und häkelt, wunderschöne, kuschelige Sachen herstellt. Und diese nicht nur verkauft, sondern auch Bedürftige verschenkt. Ja. Und es spielt hier vor allem im Winter. Ich lese im Juli wieder mal ein Winterbuch. Ist das nicht wieder typisch? Andererseits, ich habe im Mai ein Weihnachtsbuch gelesen. Ja. Wir sagen einfach noch nichts dazu und würde sagen, schauen wir mal, was mir mein nächster Wurf bringt. Na dann, schauen wir mal. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Helles Cover. Na, irgendwie mag ich das Feld helles Cover. Ja, was ja auch ein Pasch war. Helles Cover. Ich habe gefühlt jeden Monat helles Cover dabei. Also, ich frage mich, wann mir mal die hellen Covers ausgehen. Und da habe ich mich von Stolen Time, gestohlenes Schicksal, von Danielle Rowlings entschieden. Und da gibt's, das ist Band 2. Es kommt noch ein Band 3, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann. Schauen wir doch mal. Anscheinend gibt es das auf Englisch schon, auf Deutsch ist aber noch nichts angemeldet. Und so wie ich anhand der Rezension sehe, ist es auch nicht anscheinend so bekannt, das Buch. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr die Reihe schon mal gesehen habt oder gelesen habt. Und ja, ich habe die Bücherbüchse-Ausgabe. Und wir haben hier Seattle 1913, wo Dorothea, ja, deswegen musste die Reihe einfach bei mir einziehen damals, ja, über den Piloten Ash stolpert, als sie vor der Flucht einer Ehe ist und sie sich in sein Flugzeug schmuggelt und dann plötzlich im Jahre 2000
77 landet, wo Seattle gerade ja, am Untergehen ist. Ich fand Band 1 richtig gut. Vor allem der Plot-Twist am Schluss mit diesem Cliffhanger. Jetzt habe ich ein bisschen Angst tatsächlich davor, weil Band 2, ob der erstens gleichen Twist drin hat und mich am Ende schockiert und Cliffhanger und so. Und weil ich nicht weiß, ob so der dritte Band auf Deutsch rauskommt. Das ist auch wieder mal sowas. Ich hoffe es ja, dass es dann vielleicht im Herbst oder so kommt, weil die waren... Ja, ich hoffe einfach, dass im Herbst Band 3 dann vorgestellt wird oder angeteasert wird. Genau. Und hoffen wir einfach mal, dass es jetzt genug Pashs waren und ich jetzt nicht noch mehr Bücher auf meine Liste gekommen. 2. 1, 2. Nochmal ein dünnes Buch unter 300. Uiuiui. Nochmal ein dünnes Buch unter 300 Seiten. Okay, da wusste ich ja schon, dass ich bei meiner Ruby nicht suchen brauche. Und habe dann mich tatsächlich auch für ein Buch für den gleichen Zeitraum entschieden, wo ich eingezogen ist. Und zwar, manchmal kommt es besser als geplant, von Sandra Diemer. Wir haben hier Heather, die ist bereits organisiert und strukturiert. Sie arbeitet als Chefsekretärin in einer Anwaltskanzlei in London und hat ihr Leben fest im Griff. Oder das Leben eher sie, also ein Urlaub in Florida, um wieder Kräfte zu tanken und dabei ihre ehemalige Gastfamilie zu besuchen, verläuft jedoch ganz anders, als sie akribisch geplant hat und stellt ihr bisheriges Leben ordentlich auf den Kopf. Ja, ich plane auch immer alles ins kleinste Detail und dann lasse ich den Plan zu Hause und genieße meinen Urlaub. Weil ich weiß dann ja alles, was ich wissen muss und entscheide dann spontan, was ich mache. Mhm. Ja, fragt mich nicht, warum ich mir dann immer die Mühe und die Zeit investiere, einen Plan zu erstellen. Aber ich fühle mich dann einfach besser. Ja. Weil ich dann weiß, okay, wenn ich Lust darauf habe, kann ich das machen. Wenn ich Lust darauf habe, kann ich das machen. Ja. Aber es war ja wieder ein Pasch. Also mal schauen, was ich jetzt mir noch würfel. Beinahe vergessen ist ein Pasch, also. Und nochmal ein paar. Oh Gottes, nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dickes Buch über 500 Seiten. Na wunderbar. Dickes Buch über 500 Seiten. Und dann ist eigentlich nur die Entscheidung auf ein Buch fallen können, und zwar Hexenkrone. Ist schön dick, ist auch wieder eine Special-Ausgabe von der Bücherbüchse. Und kommst du her? Ich habe schon das Wendecover drauf und ich finde das so toll. Und es sollen, glaube ich, bis zu 5 Bände von dieser Reihe geben. Ich habe extra jetzt nochmal nachgeschaut, weil ich letztens gesehen habe, dass Band 3 im April rausgekommen ist. Und laut Goodreads kommt noch Band 4 und 5. Also ich bin mal gespannt, vor allem ob es weiter auch übersetzt wird. Weil bis jetzt habe ich noch nichts gesehen, von wegen Band 3 wird übersetzt. Jetzt muss ich nochmal schauen. Aber da steht immer nur noch Band 2. Ist auch so eine Reihe, die ich eher weniger gesehen habe. Ja, aber ich fand Band 1 schön. Ich freue mich jetzt, Band 2 zu lesen. Vor allem, weil es hatte ja auch einen... Cliffhanger zwar nicht so gemein wie bei Stolen Time, aber es war schön. Wir haben hier die Zwillinge Rose und Ryan, die nicht wussten, also sag mal, Rose wusste nicht, dass sie ja noch eine Schwester hat und vor allem nicht eine Schwester, die eine Hexe ist. Und dass sie eigentlich selbst sogar eine Hexe ist, weil in dieser Welt wurden das Königspaar getötet und es wurden Hexen angekreidet oder sie wurden dafür verantwortlich gemacht. Und um eben die Kinder zu schützen, ist halt die eine, ja, entschuldigt, sagen wir es mal einfach mal so. Und sie ist unter dem Wissen aufgewachsen, dass sie eigentlich noch eine Schwester hat. Bis zu dem Tag, als sie den Thron besteigen soll, wird sie nämlich von ihrer Schwester entführt und ihre Schwester nimmt ihren Platz ein. Und um zu verhindern, dass... Ja, lies es einfach selber. Jetzt auf Band 2. Ich freue mich drauf, weil
Es hat mir sehr gut gefallen und es sind auch wieder ein dickes Buch. Ja. Das wird interessant. Ja. Weil es ist ja wieder ein Pasch gewesen. So, und das war ja auch nochmal ein Pasch. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Älteste Buch auf dem Sub. Älteste Buch auf dem Sub. Buch habe ich tatsächlich keins. Das ist tatsächlich ein E-Buch. Ja, und das ist, glaube ich, von 2012. Der Tanz des Maori im Land der tausend Wolken, Band 1 von Emma Temple. Und hier geht es um Sina, die nach Neuseeland gekommen ist. Und jede Nacht erscheint ihr ein tanzender Maori. Und als sie ein altes Fotoalbum findet, entdeckt sie, dass dort eine Frau abgebildet ist, die ihr, ja, ihr Zwilling sein könnte. Und erst als Sina sich in Brayden verliebt und alle Zeichen gegen ihre Liebe stehen, beginnt sie zu ahnen, dass sie das letzte Glied einer langen Kette miteinander verbundenen Schicksale zu sein scheint. Ich bin ja mal gespannt, was da so auf mich zukommt. Und vor allem, ich habe mal wieder ein sehr, sehr altes Buch endlich gelesen und vom Sub befreit. So, mal schauen, ob das jetzt wirklich mein letzter Wurf wird. So, das war... Und eventuell der letzte. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Historischer Liebesroman. Historischer Liebesroman. Ich habe erstens festgestellt, dass ich sowas nicht auf meiner Ruby habe. Es ist immer Fantasy-Anteil. Romance habe ich sehr wenig da drauf, das gebe ich offen ehrlich zu. Aber es ist ja bei der einen Aktion, komischerweise habe ich die E-Books nur aus dieser Aktion rausgeholt, ja, eins drin gewesen, und zwar Fortunas Lovers, Verführung von Felicity Deor. Und zwar haben wir hier Simon Hexham, Viscount Inglefort. Halleluja, ich liebe immer diesen Namen. Hält die Wette, dass sich seine Freunde für ihn ausgedacht haben, vielleicht zu gewinnen. Auf einem Ball eine ausgewählte Dame zu verführen, ist für den attraktiven Lord ein Kinderspiel. Die Wette kommt nur zu einem unpassenden Moment, wie es immer so bei solchen Wetten ist. Und bei seinem wohldurchdachten Plan stolpert niemand anderes als Emma Falworth, eine Weiße, die er einmal eine wandelnde Katastrophe genannt hat. Ja, und wenn ich das höre, denke ich mir so, okay, darauf habe ich Lust zu lesen. Ja, das passt. Also mal schauen, ob er seine Wette gewinnt und was mit den beiden so alles passiert, stattfindet. Ja, also ich habe wirklich Lust auf die Bücher und denke, dass ich es auf jeden Fall schaffe zu lesen. Und mit dem Kaufverbot bin ich wirklich, also habe ich kein Problem damit. Im Gegenteil, finde ich ihn nicht einmal so schlecht, weil damit macht mein Sub wieder diesen hier, obwohl ich es offen ehrlich zugebe. Ich habe diesen Monat, ja, ich habe am ersten Bücher bestellt, aber das waren tatsächlich Sachbücher. Ich habe eine Menge Sachbücher bestellt, weil das mir einfach gefehlt hat, weil ich weder E-Books und noch auf der Ruby Bücher davon hatte. Und sonst habe ich nur ein Fortsetzungsbuch geholt und jetzt am Ende des Monats kommen auch ein paar, wo ich sage, okay, die möchte ich haben. Aber ich war jetzt schon... Ja, ich glaube, dreimal in der Buchhandlung und habe kein Buch mitgenommen. Ich war so, oh ja, das hole ich mir dann später. Ich möchte jetzt eher die Bücher lesen, die ich gerade hier habe. Was mich total freut, gebe ich offen und ehrlich zu. Weil ich möchte endlich die Bücher, die ich habe, wo ich schon Geld ausgegeben habe, endlich mal lesen. Ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr euch für den Juli vorgenommen habt, wie es euch so mit Kaufverbot oder Nicht-Kaufverbot geht, ob ihr auch was aufgelegt habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss. Daumen hoch nicht vergessen.